Upsala. Hallo, Freunde der Spielkultur. Ich habe gerade irgendwas aus Versehen abgerissen beim Start der Aufnahme. Ist aber gar nicht, glaube ich, nicht so schlimm. Und wir kommen zurück bei City Skyline in The Dog City. Lustigerweise hat mir über Facebook jemand geschrieben, The Dog City, also wie den Hund. Und ich habe einen netten Tipp bekommen, über Facebook auch. Und zwar, dass ich meine Kreisverkehre einfach in Autobahnen umwandeln sollte. Weil dann Ampeln verschwinden. Upsala. Machen wir da eine Abfahrt rein. Zum Beispiel hier vorne hatten die sich vorhin noch so verhalten, als wenn hier eine Ampel wäre. Ist aber auch egal. Jetzt ist der Verkehr einfach. Die fahren in den Kreisverkehr rein, freuen sich einen Ast und ziehen weiter. So, jetzt ist der große Autobahnkreisel. Was ist das? Ach, da wird ein Toter abgeholt. Guck mal, der ist zu 70% geladen. Mit einer Leiche. Jetzt sehen wir aber schöne neue Problematiken durch die Autobahn. Zum einen fährt LKW-Verkehr dadurch. Den sollten wir eigentlich hier verbieten. Ich glaube, das hat mir auch schon jemand in den Kommentaren geschrieben gehabt. Weil wir haben ja, die sollen ja hier unten reinfahren. Die sollen nicht hier oben in den Kreisel reinfahren, weil die verstopfen ja einfach nur die Straßen dabei. Upsala. Strawberry Square. Verordnungen. Was haben wir denn da? Verbot für starken Verkehr. So, da hatten wir letztes Mal ja auch relativ viel aufgebaut. Ich wundere mich gerade ein wenig. Ich hoffe nicht, dass ein Update kam. Ich muss mal eben hier ein bisschen in den Verkehr reingucken. Ja, okay, das war ja schon immer hier recht voll in der Mitte. Die Buslinie müssten wir uns mal angucken, was die zurzeit bringt. Ersparte Autofahrten 20%. Ach, wir hatten die Buslinie auch kaputt gemacht, ne? Komm, wir hauen die Buslinie weg. Alle wären unzufrieden. Ist mir jetzt aber erstmal egal. Dafür haben wir Autobahnen gebaut. Dass sie sich damit auseinandersetzen. So. Bam, bam, bam. Expansionskurs. Die nächste.
bauen wir die Allee mit den Bäumchen. Na, ein weiterer. Das sollten ja erstmal genug Wohngebiete wieder sein. Vor allem, wir bauen hier nur geringe Dichte. Da soll nicht besonders Riesiges dabei. Ihr seht alle gleich aus. Macht aber nichts. Ihr seid ja aus ganz wenigen Einwohnern entstanden. Und dann wart ihr ganz viele plötzlich irgendwann. Wir brauchen noch ein weiteres Gewerbegebiet, ne? Sonst kriegen wir Probleme. Aber gib mir noch eine Sekunde. Wir holen hier auch noch mal ein paar Leute raus. Jetzt seid doch nicht traurig, es sind nur Straßen. Könnte schlimmer sein. So, genau. Setz dich mal da oben hin. Dann können die da auch rausfahren, wenn sie wollen, irgendwann mal. Und alles ist gut. Alles ist Knorke. Das andere, was wir machen müssen, ist noch Wasser legen. Ja, meine Wasserleitungen sind nicht die schönsten vom Verlegen. Aber man ist ja in der Ansicht ist man ja relativ selten. Ohne Scheiß, warum fährt der da gerade durch? Hier starkes Verkehrsaufkommen verboten und trotzdem macht das. Und wir können den Kreisverkehr nicht einreißen. Weil wozu habe ich ihn? Generell hat ja jetzt jede Karre hier irgendwo seine Einfahrt, Ausfahrt. So, was braucht ihr? Ein großer Spielplatz, das macht euch doch glücklich. Yeah, guckt euch das an! Spielplatz, Park mit Bäumen. Okay, sind etwas groß. Na, will sich mal anders ausrichten, mein Freund.
Ja, du mich auch. So. Das wird ja das alles Zugänglichkeit mit Aktivität und Freizeit und so weiter verbessern. Dann habe ich ja gelernt, man muss ja auch in den Gewerbegebieten und sonstiges die Leute glücklich machen. Und in der Industrie muss das auch gemacht werden. Was ich eigentlich nie gedacht hätte. Obwohl natürlich, der eine oder andere will wahrscheinlich wirklich in seiner Pause mal eben kurz raus. Vielleicht kein großer Spielplatz. Also kleine Parks mit braunen Bäumen. Geht doch. Dann sollte es auch mit der Industrie klappen. So, dann noch einen kleinen Park. Und alle sagen, yeah, wir können sogar im Industriegebiet Spaß haben. Das sollte es aber gewesen sein. Die Randgebiete muss ich jetzt nicht mehr anfixen. Gut, sehr viele überqualifizierte Arbeiter. Vor allem dadurch, dass wir jetzt ein paar Fabriken abgerissen haben, haben wir ja auch ein bisschen was gespart wieder. So, es fehlt uns Industrie- und Gewerbegebiet. Ein Teil Industrie werden wir dadurch erhalten, indem wir den Kreisverkehr hier eliminieren. Und alle sagen, oh mein Gott, er hat ein Leben lang für uns, war er für uns da. Und jetzt zerstört der böse Proof das einfach. Tja. Manchmal ist die böse Welt so. Ist das gleich lang? Naja, die bekommen die Auffahrt, also Ab- und Auffahrt wieder. Aber ich könnte jetzt mal eben auch hier die Upgrades noch machen. Von den Autobahnstücken. Was konnte ich vorher nicht? Jedenfalls von denen da vorne. Jetzt ist der Lärmschutz ja gut umzusetzen. So, mein Freund. Mein Freund der Straßenkultur. Dann zeig mal, was du kannst. Genau, machen wir das Ganze mal so.
wie es mich manchmal einfach nur verarschen will. Upsala. Muss ja genau andersrum. So, auf und abfahren. Und hier hinten machen wir abfahren und natürlich auffahren. Na, jetzt hüpft er nicht hier wieder so. Wie kann es sein, dass das Gefälle zu steil wird? Das ist die verdammt gleiche Straße. Du doofes Spiel. Was willst du mir wieder sagen, hä? Willst du mir sagen, dass du mich nicht magst? Moment, wir gehen wieder von dem aus. Mal gucken, ob es an der Straße liegt. Nee. Dann müssen wir dich nochmal ein ganzes Stück noch weiter nach hinten ziehen. So geht es nämlich dann. Jeder braucht eine Auffahrt. Aber so klappt Industrie wenigstens. Beziehungsweise klappt das Beliefern ganz gut. So, es werden angeblich Arbeiter benötigt, aber die sollten ja hier hinten in der Region sich nach und nach ausbilden lassen. Jetzt haben wir die Sache des Gewerbegebiets wieder. Ich glaube, die Beschränkung mit der Autobahn, das klappt so nicht. Hat keinen Einfluss auf Autobahnen. Ah.
Da ist mal eine Problematik. Mal sehen, jetzt habe ich das Stück hier mit reingenommen. Generell sollte das eigentlich nicht als Autobahn gelten. Ich glaube, jetzt wenn die durch sind, kommen auch keine weiteren Transporter da lang. Fährt nach The Company. Vor allem, die haben 20.000 Zugfahrten. Wie kommen die eigentlich auf die Idee, hier durchzufahren? Guck mal, selbst wenn er da oben ist, kann er ja die Autobahn nehmen. Ich glaube, da ist jetzt alles bevorzugt, weil es eine Autobahn ist. Also war es ein sehr schlechter Plan, eigentlich das in eine Autobahn umzuwandeln. Weil es kann nicht mehr der Vorteil genutzt werden, dass die Autobahn unten schneller ist einfach. Wie der Ort ist bereits belegt. Jetzt habe ich einen krummen Kreisverkehr wegen euch. Das kann ich überhaupt nicht abhaben. Ach, Scheiße. Habe ich einen Knick. Hier mache ich auch einfach mal Einbahnstraße draus. Auch wenn ich alle Spuren nutzen dann, es ist Latten. Ihr freut euch über eure Baumstraßen. Okay. Macht doch niemanden glücklich.
ob das eine Einbahnstraße jetzt mit Bäumen ist oder nicht. So, jetzt sollte der Lastenverkehr aber ausbleiben. So, die hier oben können wir auch mal erweitern. Die Häuser werden gerade auch schon aufgestuft. Bisschen besser geworden. Wenn wir lieber direkte Verbindungen rüberbauen, weil die können ja hier raus und direkt rüber. Das sprengt bestimmt jetzt nachher die Strecken. Wenn ich die einfach so reinfahren lasse. Hier können wir den Kreisel auch nachher einstampfen. Ich bin sogar am Überlegen, meinen großen Anfangskreisel einzustampfen. Und dann das Gewerbegebiet bis nach unten zu ziehen und in der Mitte machen wir eine fette Autobahn. So ein richtiges Monsterprojekt. Ansonsten kriegen wir irgendwann Probleme. Oh nein! Naja, Freunde der Spiegeltour, ich sag mal, zeitlich sind wir jetzt eh erstmal am Ende. Sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn's heißt Let's Play City Skyline. Again and again and again. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr auch. Tschüle. Euer Doc.